Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Uncharted 2 Among Thieves. Das letzte Mal stehen geblieben. Es ist schon lange her, also für mich ist es schon lange her. Genau, wir haben den geheimen Eingang nach Shambhala geöffnet und dürfen diese Gegend hier jetzt mit Flynn zusammen erkunden. Und Flynn ist uns immer noch nicht ganz wohlgesonnen und hat deswegen auch eine Waffe in der Hand, die er die ganze Zeit auf uns richtet. Deswegen sollten wir vielleicht keine Dummheiten machen. Momentan ist er in der Überhand. Hat er die Überhand. Oberhand, genau, das wollte ich sagen. Lauf mir nicht weg! Dranbleiben! Ich halte schon mit, ich lass dich nur vor. Naja, ist klar. Mit Drake würde ich auch nicht mithalten können. Okay. Gut, ich bin gespannt, was wir hier finden. Wir scheinen ja auf jeden Fall sehr, sehr richtig zu sein. Und ich weiß gerade nicht weiter. Ah. Moment. Warte! Okay. Wir müssen auf Flynn warten. Papa hat eine Knarre! Dass Lazarevic dich noch nicht umgebracht hat. Ja, ist echt ein Wunder. Hilf mir mal hoch, Kumpel. Oh, Vorsicht, das ist nicht weit. Okay, wie kommen wir jetzt hoch? Hey! Sorry, ist das vielleicht im Weg? Schön, dass du Spaß hast. Was wäre denn jetzt passiert, wenn wir noch da drunter gestanden hätten? Nein, warte! Na, tut mir echt leid. Na toll, das ist Kumpel. Traust du mir nicht? Nicht wirklich. Also ich weiß nicht, ob ich springen würde. Aber wir haben wohl keine andere Wahl. Deswegen, meine Stimme versagt gerade. Deswegen, Geronimo! Siehst du, vertrau mir doch einfach, Mann. Na bitte, Schätzchen. Na los, du zuerst. Au. Immer noch ein Tritt hinterher. Er ist so ein richtiger Verräter. Auf der einen Seite tut er voll freundlich und im nächsten Moment haut er dir ein Messer in den Rücken. Hier durch. Ich glaube, deine Wampe passt da nicht durch. Wie sollen wir den denn in der Sackgasse führen? Wir sind hier zum ersten Mal. Wir kennen uns hier nicht aus. Wir waren hier noch nie. Komm, mach hin. Kann man den eigentlich schlagen? Tatsächlich. Gib mir nur einen Grund, Drake. Also ich weiß, dass man das kann, aber ich habe es hier noch nie gemacht. Ich habe es später immer versucht, an einem bestimmten Ort. Ja, und wenn man das zu oft macht, tötet er einen. Deswegen lassen wir das lieber. Und nehmen lieber seine Hilfe in Anspruch. Wie in alten Zeiten, was? Ja, nur dass wir in alten Zeiten nicht von dir mit einer Waffe bedroht wurden. Also, naja, jedenfalls nicht zu Anfangs. Am Ende des Ausfluges in das Museum, wenn wir uns erinnern, sah das schon ganz anders aus. Oh Gott, und hier läuft da noch Wasser runter. Ich glaube, da wäre ich abgerutscht. Wir haben den Karren fast an. Die sind geflogen. Na und, wir müssen nach ganz oben. Fast wie Stonehenge, was? Nein, hilf mir schieben. Okay. Ja, Drake ist natürlich ziemlich angepisst, man kann es aber auch nachvollziehen. Seine geliebte Elena wird die ganze Zeit mit einer Waffe bedroht. Er muss jetzt hier die Drecksarbeit machen für die dummen Typen. Na los, Mädchen. Ja. Auf geht's. Das ist doch deine Mutter. Ja, wir können einfach nur hoffen, dass wir hier noch heil rauskommen. Und wenn wirklich so Flynns Mutter aussieht, dann würde ich mir Gedanken machen. Aber gut, nicht mein Problem. Zack, so. Ah, das sieht doch schon nicht schlecht aus. Ah ja. Genau, und da hinten ist der Eingang, wo wir herkamen. Das heißt, wir müssen uns irgendwie versuchen, diese Dinger hier zu drehen. Also, naja, wir nicht unbedingt, weil wir sind ja schon drüben. Aber für die anderen vielleicht. Ich hoffe, du schaffst den Sprung allein. Was du kannst, kann ich auch. Hilf mir, hilf mir. Nee, war ein Scherz. Nee, war nur Spaß. Naja, ich mag den Humor von der Uncharted-Serie wirklich sehr gerne. Ich find's lustig. Okay, du kommst auch hier hoch. Oh, eine große Tür. Die dürfen wir wohl jetzt öffnen. Okay, machen wir sie auf. Sagt man noch? Wieder Tür. Ist noch eine Tür. Das stimmt sogar. In diesem Fall. Gut, und jetzt ist wieder Rätseltime. Wie üblich regle ich alles. Wirklich? Moment. Was? Die Symbole. Ich kenne die Symbole. Ja, die Symbole sollten uns bekannt vorkommen, wenn ihr euch das mal anseht. So ein ähnliches Rätsel hatten wir ja schon ein paar Parts vorher in diesem einen Raum, wo wir dann diese verschiedenen formartigen Gegenstände richtig platzieren mussten und dann noch an diesen kleinen Säulen drehen mussten, unter diesen Bildern von einem Löwen, einem
einem Tiger. Der Löwe war, glaube ich, auch dabei. Schlange oder Drache und irgend so ein Flugvieh. Und jetzt dürfen wir das gleiche machen. Und, ja, nur auf der richtigen Seite. So. Jetzt gucken wir mal. Jetzt müssen wir nämlich noch gucken, wo wir was verschieben müssen. Und ja, das sind, ist halt das Rätsels Lösung, diese Symbole. Aber darunter stehen ja noch diese komischen in diesem Kasten. Einmal diese flammende Kugel und dieses andere Ding. Und ja, diese Symbole sind dann hier verzeichnet. Das heißt, wir müssen hier hoch und dann müssen wir da das Richtige machen. Aber ich glaube, da war irgendwie so ein kleiner Trick dabei. Ich glaube, ich habe mich damals relativ oft vertan, weil ich nicht wusste, von welcher Seite ich anfangen soll. Aber eigentlich ist es doch recht einfach. Eigentlich müsste ich einfach nur von links nach rechts, oder? Dann ist links schon mal richtig. In der Mitte ist falsch. Okay, das wäre dieses Ding. Und das andere wäre dann die Sichel. Ich glaube, das ist richtig. Ich glaube, nur in der Mitte ist was falsch. So große Zylinder. Reicht das nicht schon so? Ich meine, das wäre sogar schon richtig, oder? Ja, sieht auf jeden Fall so aus. Gut. Dann machen wir auf der anderen Seite das gleiche, weil, seht ihr, jetzt ist es ja quasi auch von links nach rechts, aber eben habe ich da angefangen, also da bei der linken Säule und jetzt müsste ich hier anfangen. Das ist ein bisschen verwirrend, weil man nie genau weiß, wo man anfangen muss. Aber das stimmt auch schon. Okay, gut, das Ding müsste auf jeden Fall auf die andere Seite. Und hier müsste jetzt nur dieses... Das, genau. Langeweile wächst. Beeil dich mal. Ja, und Flynn nervt uns gerade. Ich muss mich konzentrieren. Welches Symbol war denn das? Ah, das hier, glaube ich, ne? Haben wir es denn? Ah, ja. Was kommt denn da aus dem Boden? Das war richtig. Sehr gut. Komm, mach dich mal nützlich. Ja, wäre das erste Mal, dass er sich nützlich macht. Okay, gut, jetzt müssen wir hier wieder so ein Teil drehen. Das kennen wir ja schon. Mal gucken, was es bewirkt. Machen wir hier Geteile? Ich bin gespannt. Na bitte. Wasser! Ja, super. Wir haben das Rätsel gelöst und kriegen das als Belohnung. Das ist natürlich sehr nett. Immerhin hat uns Flynn eine Pistole gegeben mit unendlich Munition. Wenn man nachlädt, seht mal, dann füllt die sich direkt wieder auf. Ja, und jetzt werden wir direkt von drei von diesen Viechern belagert. Und wie wir ja wissen, kann man die irgendwie entweder nur sehr schwer oder gar nicht töten. Deswegen, ich glaube, ich einfach nur ein bisschen hier in der Gegend rumlaufe und ab und zu mal drauf schieße. Weil hier geht es eigentlich nur darum, durchzuhalten. Und nicht vorzeitig abzunippeln. So. Und natürlich sind die alle hinter mir her. Ja, jetzt werde ich direkt von zwei simultan geschlagen. Das ist natürlich sehr fair. Wow! Ah, okay. Ja. Wie war das mit dem vorzeitig sterben? Nein! Achso. Okay. Ich dachte, der geht's runter. Naja. Aber den Flynn greifen die einfach nicht an. Das finde ich irgendwie unfair. Mein Gott, ich wollte gerade mit R3 nachladen. Ich habe in der letzten Zeit zu viel Dead Nation gespielt. Oh Mann. Die Stelle habe ich noch nie gemocht. Durchhalten in einem Spiel ist immer blöd. Ist fast... Oh! Alter, hau ab! Auf Wiedersehen. Oh Mann. Das ist mies, wenn einer hinter einem herläuft und der andere fängt einen dann von der anderen Seite ab. Oh Gott, reicht das jetzt nicht mal? Ich finde, wir haben genug durchgehalten. Wir haben bewiesen, dass wir nicht leichtfertig zu töten sind. Auch wenn ich schon einmal gestorben bin. Aber hey. Ihr wisst, was ich meine. Ah. Oh!
Haltet ihn! Was sind das für Viecher? Was? Wächter, um Eindringling abzuschrecken. Na? Das funktioniert ja super! Lazarevich, ich habe getan, was du wolltest. Lass sie gehen. Immer am Falschen. Aber du hast das letzte Blatt gespielt und verloren. Das ist wohl das Ende deiner Reise, Kumpel. Nein, noch nicht. Er soll Shambhala sehen und wissen, dass ich es ihm genommen habe, wenn er stirbt. Öffnet das Tor! Du warst mir schon viel zu lange ein Dorn im Auge. Auf die Knie! Soran, wir hatten einen Deal. Ich dulde keine Verräter. Alles klar, ich nehme an, du weißt genau, wo der Stein zu finden ist. Du brauchst mich nicht mehr. Danke. Auf die Knie! Wir werden angegriffen! Was ist das? Sie sind überall! Schießt, Idioten! Oh, shit! Was ist das für Dinge? Verdammte! Auf die Brücke! Na los! Na, supi. Okay. Die Situation hat sich teilweise geklärt. Wir sind entkommen vor Soran Lazarevich, also wir sind gerade dabei. Und herausgestellt hat sich jetzt, dass diese Viecher Menschen waren. Wächter, so gesehen. Und die verfolgen uns jetzt auch noch, natürlich noch mit dazu. Und da fragt man sich aber, was mit denen passiert ist, weil ich glaube, so eine blaue Haut ist nicht natürlich. Und dass sie so übermenschlich stark sind, auch nicht. Aber okay. Wow, und weg hier. Erschieß sie! Aufhalten! Badabum. Okay, auch wieder eine geile Sequenz. Während wir hier runterrutschen, müssen wir jetzt noch Gegner ausschalten. Erinnert jetzt ein bisschen an die Sequenz mit dem Heli in dem Hochhaus. Oh, Wand! Oh. Ich. Okay. Wir müssen sofort hier raus, verdammt. Okay, den hat's erwischt. Das letzte Mal konnte ich tagelang nicht schlafen. Ja, damit spielt sie auf die Vorfälle aus dem ersten Teil an, mit diesen gollumartigen Viechern. Aber okay, wir sind anscheinend in Shambhala. Und bevor wir hier aber weiter durchkämpfen, würde ich sagen, machen wir hier erstmal einen Cut und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Es wird spannend. Also bis dann. Ciao.